Hallo du bei Foundation, ein Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Ich wollte euch mal eine Erklärung geben, wie man dieses Spiel spielen kann oder so. Wir gehen einfach von oben nach unten und ich erkläre euch, was hier was ist. Also zumindest so einige Hinweise, wenn alles gut, kennt man ja einen Neuankömmling. Hier habe ich. Das ist das Erste, was ich ganz nützlich fand. Hier ist eine Warnliste. Hier könnt ihr sehen, wie viel ihr von irgendwelchen Sachen habt. Ja. Gronkh hat die zum Beispiel bei sich schon mal gesucht und nicht gefunden. Und da könnt ihr sehen, wie viel ihr noch von den einzelnen Sachen habt. Wenn ihr zum Beispiel zu viel Körner habt, aber dann solltet ihr vielleicht mal eine Bäckerei noch zusätzlich bauen oder gucken, ob eure Bäckerei überhaupt besetzt ist. Ja. Gold, ja, ich habe hier nicht wirklich gespielt gerade, deswegen gibt es ja auch Minusgold, obwohl ich hier ohne Probleme mehr machen kann. Das hier habe ich im einzelnen Tutorial erklärt, wie man zusätzliche Fischerhütte fischen und irgendwas habe ich dieses Tutorial genannt. Guckt es euch an. Hier kann man nämlich zusätzliche Sachen freischalten, Deko-Elemente oder Gebäude. Dann geht es hier, Entwicklungszonen malen. Mit den Entwicklungszonen könnt ihr Markern wenn hier zum Beispiel Stein abgeklopft werden soll, dann könnt ihr hier mit Linksdrück die Entwicklungszone malen. Wenn ihr jetzt sagt, halt stopp, hier sind zwar Bäume, die näher dran sind, aber die möchte ich eigentlich stehen lassen. Jetzt, damit er erstmal hier dran geht, dann könnt ihr mit Rechtsklick diese Markierung einfach rückgängig machen. Tada! Genauso verhält sich das später mit den Wohngebieten und. Hier könnt ihr Gebäude bauen. Hier gibt es einmal allgemein. Denkmäler sind immer sehr schön. Die kann man dann selber bauen. Und Dekorationen, die bringen euch aber leider gar nichts. Die machen noch nicht mal die Dorfbewohner glücklicher. Mauern bauen scheint, glaube ich, noch nicht zu funktionieren. Oder weil ich kein Tor habe, ich habe es auch noch gar nicht funktioniert. Wirst ja eh nicht angegriffen. Also, wofür eine Mauer? Territorium, also kann man neue Gebiete freischalten. Guckt mein Video an, wie man unendlich Gold macht, dann könnt ihr hier unendlich, okay, unendlich jetzt auch nicht, übertreibt's mal nicht, aber könnt ihr mehr Platz bauen. Haushalt, ich habe keine Ahnung, wie das hier gerechnet wird. Ich lasse es also aus, bevor ich was Falsches sage. Handel, hier könnt ihr Handelsrouten freischalten, achtet darauf immer und hier bei Handelswaren könnt ihr festlegen, wie viel bis wohin ihr kaufen wollt. Hier Werkzeuge zum Beispiel, wenn ihr das 10 kaufen bis angebt, dann kauft ihr euch die an, bis wir 10 haben im Lager. Wenn ihr verkaufen bis 50, dann verkauft er hier zum Beispiel 33 von den Bären, wenn er die verkauft bekommt. Ja. Hier unten Dorfbewohnerliste. Da könnt ihr einzelne Dorfbewohner, wenn ihr die jetzt gerade nicht sehen könnt. Und hier, wie schön, weil das ausgegraut ist, seht ihr sogar, welche Arbeitslosen ihr noch habt. Könnt die anklicken und dann zum Beispiel als Sammler nochmal einteilen. Vorsicht, als Sammler braucht ihr aber Lager. Oh, ich muss das eine Tutorial wirklich neu machen. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja, mache ich denn neu. Arbeitsplatzliste ist ein bisschen hilfreich. Da seht ihr, dass ihr einen Holzfäller habt, wo noch zwei reingehen könnten. Klickt es hier an. Könnt sie hier einteilen, wenn ihr das hier nicht nutzen wollt. Das finde ich aber trotzdem ganz praktisch, weil Bauarbeiter ist halt. Es gibt kein Gebäude, wo man das einfach so klicken kann. Und die müssen natürlich auch immer mal wieder gemacht werden. So, Aufgabenliste. Ja, die ist da. Wohngebiet, das ist auch Zonen, Tutorial. Ja, dann hier vorspulen. Das war's dann. Hier kann man speichern und die Einstellung machen. Ja, das war's dann auch mit diesem Video. Wir sind also durch.
Freut mich, wenn es euch irgendwie geholfen hat, dann lasst ein Like da. Wenn es euch nicht geholfen hat, dann schreibt, warum euch das nicht geholfen hat und lasst ein Dislike da. Ich kann Kritik ab, ich freue mich über Kritik. Müsst doch nicht mal freundlich sein, egal. Kritik ist Kritik. Tschüss, tschüss. Danke denn fürs Feedback.